Now I am at peace. I will. Ja, mehr sagt er nicht. Und bei ihm können wir jetzt Gegenstände kaufen. Einmal das Astrologengewand und einmal das schwarze Hexengewand. Ringe könnten wir bei ihm den Donnerquarzring plus 2 kaufen, den wir nicht brauchen. Pfeile, ein paar Amulette und ein paar Zauber. Well, as you wish. So, und wenn wir uns jetzt wieder menschlich machen, müssten wir auch nur einen Text kriegen. Please. 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 Oder auch nicht. Naja, egal. Zurück zum Leuchtfeuer. Jetzt haben wir nämlich noch 2 Sachen zu tun. Dazu nehme ich jetzt mal alle Seelen, die wir haben. Denn die werden wir jetzt verhandeln. Oh, das Skeptikergewürz kann weg. Der Stab kann jetzt weg, den brauchen wir nicht mehr. Kales Set. Kales Lederrüstung. Rüstung eines einfachen Möwer Fußsoldaten gehörte Kale dem Kartografen. Kale erwarb sie offenbar gebraucht. Billiges, aber dennoch erstaunlich gut gefertigtes Stück. Die ganzen Rüstungen können weg. Wie auch die ganzen Helmsachen hier. Ja, packen wir auch mal die Alva-Stulpen und so weg. Also auch die Alva-Rüstung. So. Ringe ist alles okay. Magieentfesseln und verbotene Sonne können weg. So, und dann reisen wir als erstes mal. Genau, in die alte Festung. Und zwar in Straits Zelle. So. Straits steht da drüben. Ich nehme jetzt die Seelenbatterien hier. Und baut die erstmal auf. Werd hier die ganzen Kerle los, damit sie mir nicht in den Rücken fallen können. Und rede mit Straight. So. Gegenstand kaufen. Können wir mal kurz gucken. Ja, er würde uns 3 Teile des Verlassenen verkaufen. Also kaufen wir die auch. Ring des Wissens, Wappenring, absorbiert Seelen anstelle des Trägers, ist alles nicht so berauschend. Und die Sachen auch nicht. So, handeln. Seele der Fürst der Aschebraut Nadja, Aufschrei, kostet eine ganze Menge. Ich benutze aber erstmal die Sachen und guck vorher mal kurz, ob... Also ich kaufe mir hauptsächlich die Zauber, würde ich sagen. Ich gucke aber vorher mal kurz, ob Schmelzer Schwert, Verfolger Ultra Großschwert, Krümmungsschwert, ob irgendwo noch die Ruinenwächterseele gebraucht wird. Und die Skorpioninnenseele auch nicht. Also schon mal weg mit den beiden. Die Weltstadtseele, ja. Die königlichen Rattenseen, die werden nur für die Zauber gebraucht. Riesenfürstenseele und Finsterschleicher. Nein, die beiden hebe ich mir mal auf. Weil zu ihm kommen wir ja leicht. Genauso wie die Aschebraut. Feel, do you rip?
So. Dann benutzen wir nochmal von denen hier. Und reisen jetzt in die Lichtensteinbucht. In die untere. So. Dort stürmen erstmal die Spinnen an. So, das waren die Spinnen. Das war der eine Magier. Das war der zweite Magier. Jetzt muss der weg. Ach ja, hi du. Genau, konnte ich euch das auch mal zeigen, wie der sich selber umbringt. Spinne. Oh, noch mehr Spinne. So, Ornifex. Was kannst du uns noch Schönes herstellen? So. Handeln. Das erste ist umsonst. Und da nehme ich auch gleich mal das Königsschwert, wenn ich es auf Anhieb finde. Rauchritter, Seele von Alva, Spiegel, Rund, Thron, Königsseele, genau. Das Herrscherschwert. Verlorene Sünderin, Blutbegleiter, Drachenwächter. Eigentlich das hier. So, jetzt können wir nämlich für Preise handeln. Also ein bisschen teuer ist. Zum Beispiel das Spiegelschwert. So, Zellen. Also der eine Begleiter des Königs. Hat, glaube ich, nur die eine Seele, ja. So, weil Königssachen können wir nicht mehr. So, Thronwächter und Thronverteidiger nehmen wir auch, die Schwerter. Rauchritterseele. Wir könnten das große, teure Schwert nehmen. Na komm, nehmen wir es auch einfach mal. Schmelzerdämonseele können wir hier einmal benutzen, um das Schwert zu kriegen. Bei Straight können wir das andere Schwert uns dann holen. So, Lut können wir verwenden. Drachentöter, der kann auch nur einmal. Nashandwa-Seele könnten wir für viele Sachen einsetzen. Glocke des Verlangens zum Beispiel. Die Sense oder den Bogen des Verlangens. Ich nehme mal den Bogen. Seele der Untergangskönigin. Drachenwächterseele. Seele eines des alten Eisenkönigs. Seele von Sir Alone. Und Seele des Verkommenen, ja. Seele von Freya, der Liebsten. Nehmen wir mal die Spinnenseide. Ja, für die verlorene Sünderin gibt es, glaube ich, nur das Schwert. Für Ava gibt es nur das Schwert. Drachenwächter können wir entweder ein Ultragroßschwert oder ein Hitzkopfspeer. Nehmen wir den Speer. Aschebraut Nalja. Seele des Weißen Königs. Seele des Alten Eiskönigs. Seele des Uralten Drachen. Ja, dafür brauchen wir erstmal mehr.
Seelen. Das wird nicht ausreichen. Also benutzen wir am besten gleich alles, was wir noch an Seelen haben. So. Na, kaufen wir nicht. Ich wollte handeln. So. Seele des Weißen Königs. Seele des Orakels. Schlafender Drache Sin. Untergangskönigin. Das noch. Uralter Drache. Und das. Damit haben wir hier alles. Den Schmelzer heben wir uns auf. Den werden wir nämlich drüben brauchen. Bei Straight. Also nochmal zurück in Straits Zelle. So. Hier alles ausschalten. Nicht, dass es auf dumme Ideen kommt. Und handeln. So, Aschebraut Nadaya haben wir schon abgegeben. Die Riesenfürstenseele können wir für nichts anderes benutzen, glaube ich. Unheilsköniginnenseele. Schmelzerdämonenseele, nehmen wir die schon mal. Vom Verfolger hätte ich gern das Schwert, ja. Drachenreiter hätte ich gern den Bogen einmal. Und die Hellebarde, weil ich die irgendwie cool finde. Turmgargoyles können wir nur das machen. Aus der Demwache könnten wir ein Krummschwert, ein gebogenes Schwert und eine Stachelkeule machen. Nehmen wir das gebogene Schwert. Sangesdämon, Henkerswagen. Unheilsköniginnenseele. Ja, die beiden können wir aufbrauchen. Habsuchtdämon können wir nur das herstellen. Henkerswagen könnten wir die Leitze oder die Schildarmbrust. Ich nehme die Schildarmbrust. Unheilskönigin. Gerippefürsten. So. So, damit sind wir an unsere Seelen los. Jo. Auch unsere benutzbaren Seelen. Sind wir jetzt los? Außer diesen Sachen, aber die können wir ja nicht abgeben. So, dann sortiere ich jetzt mal aus. Das. Die beiden nicht. Der Heidespeer auch nicht. Das kann alles weg. Die drei können auch weg. Die Schreiglocke kann weg. Die beiden... Oh, Leuschild. Hatte ich das noch im Inventar? Ja, stellt die Ausrüstung langsam wieder TP her. Hm? Die Kapuze des Verlassenen. Die Rüstung haben wir noch nicht. Können wir noch nicht. Ringe können wir eh keine herstellen. Und... die ganzen Sachen können weg, so. Gut, das wäre auch erledigt. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache. In Majula. Dazu brauchen wir allerdings den geborstenen schwarzen Augapfel. Und jetzt machen wir etwas, was ich selber noch nie gemacht habe. Den Augapfel benutzen. Damit können wir nämlich Rache an jemandem nehmen. Ich gucke einmal kurz. Ich habe keine Sünden auf mir. Wenn ich mich aber hier hinstelle...
You've had quite. You. What a. No need, the god. Müsste ich eigentlich das benutzen können? Kann ich aber nicht. Okay. Gut. Kurzer Cut, würde ich sagen. Dass ich nachgucken kann, wo man das Auge benutzen muss. Weil ich dachte, es wäre hier unten. Also bis gleich. Ja, es müsste da unten sein. Ich kann es nur löschen. Ich kann es nicht benutzen. Ich lege es mal hier einfach rein. Aber ich kann es nicht verwenden. Okay, vielleicht kann ich es gar nicht mehr verwenden. Ist vielleicht auch gut möglich. Weil in jeder Beschreibung steht, es ist hier verwendbar. Gut, ich kann euch ja sagen, was damit eigentlich passieren sollte. Nämlich, sie hier ist der namenlose Thronräuber, der uns einmal in Schloss Dwangleic und einmal in den Katakomben angegriffen hat. Und eigentlich, wenn wir das Auge gefunden haben, müssten wir sie hier invasieren können. Können wir allerdings nicht. Entweder hat sich was geändert, was nirgendwo steht, oder ich habe es vermasselt. Naja, gut, wie dem auch sei, dann muss das eben warten oder wird halt nicht mehr gemacht von mir, weil ich werde jetzt die Special-Folge beenden, die Abschlussfolge. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen bei diesem Projekt. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten wieder. Also, tschüss. Ja, ich habe natürlich zwei Dinge noch vergessen. Nämlich einmal Sehen auszugeben. So. Vitalität ruhig, so. Um mit euch ins New Game Plus zu gehen. So. Zweite Reise beginnen. Wir sind jetzt wieder im Dazwischen und wie ihr sehen könnt, wir sind von Falknern umzingelt. Gut, die besiege ich noch schnell. So. Denn am New Game Plus hat sich einiges geändert im Gegensatz zum normalen New Game. Aber das werde ich euch nicht alles zeigen. Ich wollte euch mit euch nur noch mal schnell ins New Game Plus gehen. Also, tschüss.